Die A6 rund um Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. Hier rollen die Trucks von und nach Tschechien. Matthias Franz und Peter Macher von der Autobahnpolizei überwachen hier den Lkw-Verkehr. Bei ihrer mobilen Kontrolle fällt ihnen ein besonders schwerer Brocken ins Auge. Die zwei, die da kommen, die Schwertransporter, die blinken, ob das mit den Genehmigungen passt. Brauche Tragfahrgenehmigungen. Als er dann näher kam, habe ich dann gesehen, dass das eine größere Kiste drauf ist bei dem ersten, wo breiter war wie die normale Ladefläche. Das heißt für mich dann schon, dass ich gesehen habe, okay, der braucht eine Ausnahmegenehmigung für die Ladung. Es handelt sich hier um ein Gespann aus zwei tschechischen Transportern. Die Beamten sind besonders auf die Ladung in den überbreiten Kisten gespannt. Ist natürlich jetzt für ihn auch wichtig, dadurch, dass er diese Überbreite hat, dass die auch begründet ist. Es dürfte praktisch nicht sein, dass die Ladung, die er drauf hat, teilbar wäre, das heißt einzelne Stücke, und auf normale Lkw transportiert werden könnten. Auf einem nahegelegenen großen Parkplatz wollen sich die Polizisten als erstes das Führungsfahrzeug vornehmen. Eigentlich Routine, noch ahnen sie nicht, was es mit der Kiste auf sich hat. Person- und Verkehrskontrolle. Können Sie mal, genau, machen Sie wieder aus. Tür aufmachen. Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. Ja. Okay, ein bisschen Deutsch ist schon mal gut. Ich brauche die Papiere für den Transport. Ja? Matthias Franz fällt aber zuerst etwas anderes unangenehm auf. Der Schwertransportfahrer fährt nur mit Socken. Warum hast du die Schuhe nicht an? Du musst die Schuhe anziehen während dem Fahren. Okay? Ja. Dann zieh sie an. Okay? Es war kein normaler LKW, es war ein Schwertransport mit einer Überbreite von 3,80 Meter durch die Ladung. Und natürlich, wenn ich dann sehe, dass er da mit bloßer Socke durch die Gegend fährt, ohne richtiges Schuhwerk, finde ich es natürlich noch risikohafter. Die Polizei kann in so einem Fall nur zur Besserung mahnen. Ein Bußgeld bleibt dem Fahrer erspart. Inzwischen hat Peter Macher etwas in den Papieren entdeckt. Aber weder im selben Auftragbrief noch in dem Lieferschein ist irgendeine Gewichtsangabe drin. Ich meine, dadurch, dass er normale Länge hat, könnte man auch zur Firma fahren und ihn mal durchwiegen, weil es ist für uns jetzt außen natürlich nicht ersichtlich, was ist hier drin. Ist es zu schwer? Ist es leicht? Zudem hat er normalerweise die Möglichkeit, das auszugleichen. Man würde es von außen, aus unserer Perspektive, nicht erkennen. Deshalb gucken wir uns das Ganze sofort mal an. Aber ich denke, dass wir zur riesigen Waage fahren und ihn mal durchwiegen. Aus den Papieren geht überhaupt nicht hervor, was genau in der vernagelten Kiste drin ist. Du Roman, gell? Ja, Roman, okay. Ja. Okay. Roman, wir gucken jetzt mal mit dir die Ladung an, ja. Sicherung. Ja. Ja? Und schauen wir dir mal, was da drauf ist genau. Der tschechische Fahrer versucht zu helfen, wo er kann, und zeigt dem Beamten die Ladungsgewichtsangaben auf der Kiste. 12.000, dann wär's kein Problem. Mit 12 Tonnen scheint er nicht überladen zu sein. Trotzdem geht Matthias Franz hier besonders gründlich vor. Okay, mit der Länge haben wir auf jeden Fall kein Problem. Es ist halt für mich jetzt sehr einfach schwierig. Ich kann nicht reinschauen und dadurch weiß ich nicht, was drin ist. Ja? Wenn da jetzt zum Beispiel zwei einzelne Teile drin wären, die in der Länge, in der Breite auch alleine transportiert werden könnten, die nebeneinander sind, dann ist es eine teilbare Ladung, dann wäre diese Überbreite gar nicht notwendig. Rohre. Rohre. Winkelrohre. Ja, wie breit sind die Rohre? Das ist vier Stück. Vier Stück? Ja, vier. Und ist ein Rohr ist so breit? Nein, das ist kleine, große, aus Kisten. Dann wäre nämlich die Überbreite gar notwendig. Wenn es ein Winkelrohr ist, wäre es so. Dann ja. Winkelrohr. Ja, ein Winkelrohr ja dabei ist, dass die Breite hat. Nach aber Schiff, ich fahre nach Russia. Wie sieht das Rohr aus, Roman? Ist das Rohr so oder Rohr so? Links, rechts. Viel Teile, viel Teile. So? Auch? Ist Winkel, ist gerade Rohre, ja. Ist runde. Es ist grundsätzlich so, dass jemand mit so einer großen Kiste nur dann eine Ausnahmegenehmigung bekommt, wenn die eine Notwendigkeit hat. Das heißt, wenn da ein unteilbares Ladungsstück drin wäre, zum Beispiel ein großes Rohr, oder wenn es aufgrund der Biegungen nicht anders möglich wäre, dass wir diese 3,80 Meter große Kiste in der Breite brauchen würde. Bis jetzt haben die Beamten aber nur die Aussage des Fahrers über die Ladung. Sind Rohre aus Metall? Ja. Metall oder? Rohre, Metall, weiß nicht. Hast du gesehen, wie das drin ist? Ja, andere Kiste. Ja, andere Kiste hast du gesehen? Ja, es ist open, Kisten, ist Rohre. Kannst du, kannst du mir malen? Kannst du malen, wie Rohr liegt? Ja, okay? Ja, ist kein Problem. Okay.
Für die Polizisten beginnt eine echte Detektivarbeit. Ein Öffnen der riesigen Kisten möchten sie vermeiden. Aber ist hier wirklich der aufwendige Schwertransport notwendig? Oder hätte die Ladung auf mehrere LKWs verteilt werden können? Was natürlich teurer gewesen wäre. 1, 2, 3, 4, 5. Ist okay. Aber ist ein Rohr auch so? Ja, das Rohre und Holzfestung machen, ja, ist gut. Das ist unerheblich. Also wenn das der Zustand wäre, wie er es aufgezeigt dann wäre es nicht okay. Dann ist es nicht korrekt, nicht weil wenn es so ist, dann ist, du hast hier, was hat man, Breite 2,80 oder was war dann in der Genehmigung? 3,34. 3,34. Ja. Okay? Ja. Und regulär 2,55. Dann keine Genehmigung. Genehmigung nicht korrekt. Jetzt muss ich eigentlich da reingucken. Ja, das Problem. Das Telefonchef, das Firma muss machen. Aha. Das große Problem ist kein Regen. Ist nur genagelt, gell? Ja. Wirklich weitergekommen ist Matthias Franz trotz Hilfe des Fahrers nicht. Du verstehst, ich möchte da reinschauen, ja? Ja, dass ich das sehe, was da drin ist. Ich werde nachher noch bei der Behörde anrufen, die das Ganze genehmigt hat. Vielleicht hat die ein paar Informationen noch, warum sie es so genehmigt hat. Okay. Das Landratsamt hat der Spedition die Genehmigung zur Durchführung des Schwertransports ausgestellt. Matthias Franz erkundigt sich dort und plötzlich bekommt dieser Fall eine ganz neue Wendung. Ausnahmegenehmigung nur für Kiste. Ich hab telefoniert mit dem Landratsamt Neustadt, mit der Genehmigungsbehörde. Und die sagen, dass die Ausnahmegenehmigung nur für die Kiste ist, nicht für Inhalt. Nicht Inhalt, nur Kiste. Also in der Kiste darf nicht wirklich was sein. Und der Kiste ist aber Ladung. Ja, ja. Jetzt muss ich reingucken. Ja? Ja? Okay, du verstehst? Ja, ja. Okay. Also, so wie es da ausstellt, ist es quasi nur die Kiste, was befördert werden darf. Genau, und die muss 15 Tonnen haben. Und das hat die nicht. Als erstes geht es zum Wiegeplatz. Die Beamten wollen endlich herausfinden, hat der tschechische Schwertransport wirklich etwas geladen, so wie der Fahrer behauptet? Und wenn ja, was? Sollten wirklich Rohre in den Holzkisten sein, würden die LKW mit der falschen Genehmigung fahren. Damit wäre die Fahrt hier zu Ende. Die Polizisten hoffen, über das Gewicht der Trucks etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Es ist für mich einfach so, dass die, wenn das regelgerecht wäre, dann müsste die Ausnahmegenehmigung wegen der Ladung den Inhalt haben und nicht wegen der Kiste. Du musst ihm schon Bescheid geben, und nicht, auf der Straße. Nicht mit einer zu einer Kiste hier durch die Gegend fahren und dafür Ausnahmegenehmigung haben. Lässt sich dieser undurchsichtige Fall jetzt aufklären? Er geht jetzt auf die Waage. Die Waage geht bis 80 Tonnen. Damit haben wir hier kein Problem. Und jetzt werden wir gleich sehen, was hier Gesamtgewicht ist. Dann zeigt sich, ob der LKW zu schwer ist.